Hey, ich bin Biene und ja, ich möchte euch meine Geschichte erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Im Winter 2011 wurde ich gefragt, ob ich Eislaufen gehe. Und ich so, ja, voll cool. Und dann bin ich da mitgegangen und da habe ich dann den Teenkreis kennengelernt von meinem Kollegen. Und ja, am Anfang fand ich das sehr strange und dachte mir so, okay. Aber die Leute waren richtig cool. Ich dachte mir dann so, ja, da gehst du öfters hin. Teamkreis kann ja eigentlich dann nur cool sein, wenn da so coole Leute sind. Und dann, ja, wurde ich 2012 gefragt, ey, im Sommer ist eine Freizeit, komm doch mit, das wird dir bestimmt gefallen. Ja, ich war damit sehr schüchtern und wusste dann nicht so recht, ja, ist das überhaupt was für mich. Aber nach vielem Überreden bin ich letztendlich hingegangen. Und ich bin sehr froh drüber. Auf dieser Freizeit habe ich sehr viel von Jesus erfahren und habe richtig geniale Menschen kennengelernt. Und nach der Freizeit dachte ich mir, das probierst du aus. Das mit dem Glauben, so viele Menschen, die auf so einer Freizeit sind, so viele junge Menschen, ja, da musst du auch was dran sein. Ich bin dann immer wieder zum Teamkreis gegangen, habe ab und an auch mal gebetet. Ja, und dann ist meine Mama krank geworden. Ich stand davor und das ist Was sollst du jetzt machen? Und dann dachte ich mir, okay, probier es mit Beten. Und dann habe ich mich hingesetzt, also ich war gerade mit meinem Hund spazieren und dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt und gesagt, boah, Papa, bitte, bitte schenk mir die Kraft und die Ruhe, das hier durchzustehen und ich bitte dich, ja, sei bei meiner Mama. Und in diesem Moment kam so ein Windstoß und ich war von jetzt auf gleich einfach richtig ruhig und ja, das war ein hammerkrasses Gefühl und da wusste ich einfach, dass es jemanden gibt wie Gott, dass da jemand ist, der ja, mir hilft, der bei mir ist und mich unterstützt. Und ja, kurz darauf war eine Freizeit in Italien und auf dieser Freizeit gab es eine Aktion, willst du mit Jesus leben, dann mach es fest. Und ja, das war einfach sofort so, yo, ich will mit Jesus leben. Und dann bin ich mit meinem Jugendreferenten, ja, zusammen gewesen und dann haben wir halt gesagt, yo, Biene möchte mit Jesus leben, ich möchte mit Jesus leben und es war sehr krass und ich bin sehr froh darüber, dass ja, ich damals zum Eislaufen mitgenommen wurde, weil sich so viel daraus ergeben hat und heute kann ich mir ein Leben ohne Jesus nicht vorstellen, er gibt mir so viel und ja, das ist meine Geschichte, so habe ich Jesus kennengelernt.